einen schönen guten Abend zum Pressegespräch nach dem Heimspiel der Lübeckers gegen unsere Gäste aus Pfaffenhofen. Ich begrüße den Gästetrainer Chris Heidt. Herzlich willkommen, unseren Trainer Basti Wanner. Und wie es gehört, erst einmal der Kommentar vom Gästetrainer Chris. Ja. Sag was zum Spiel. Genau, ja, erstmal Glückwunsch zum Sieg. Von meiner Seite, wir haben die erste 8 Minuten oder so gut gestartet. Dann haben wir einen Fehler, eine blaue Linie, letzte Mann zurück und dann sofort ein Gegentor. Und dann haben wir unsere Top-Spieler verloren. Und ja, wir waren undiszipliniert. Unser Zoll hat nicht so gut funktioniert. Aber wir haben gekämpft. Auch bei 5-3 oder in die dritten Drittel, wir stehen immer 5 oder die letzten 2 Tore, bei den ersten 2 Tore in die dritten Drittel haben wir 2 gute Tore geschossen. Dann haben wir auch weit übernommen, haben ein Tor von Robert Gebhardt geschossen. Und wir hatten Spiele, wo ja, die spielen nicht in solcher Reihen oder mit solchen Situationen, wo die sehr oft gespielt haben. Und, haben die Punkt geholt und das brauchen wir für unsere erste Ziel mit den Top 2. Ich bin stolz auf meine Mannschaft, aber die haben 7 Gegentore, das ist nicht optimal, aber wir haben unser Ziel erreicht. Ganz herzlichen Dank schon mal für die erste Einschätzung. Basti Wanner. Undiszipliniert trifft, glaube ich, den Nagel auf den Kopf. Bis zum Mitte vom zweiten Drittel, wir schießen dann das 5-2. Irgendwann dann meinst du eigentlich, okay, das Spiel ist nicht gelaufen, aber wir spielen wieder besser, wir sind wieder besser in Bewegung, die Pässe kommen wieder besser an und dann machen wir halt so ein total dummes, unüberlegtes, übermotiviertes Foul, so ein Check in der neutralen Zone, der überhaupt nicht sein muss. Der bringt uns halt komplett aus dem Konzept und kostet uns im Endeffekt den Sieg. Ja, wir haben auch davor schon Strafen gezogen, die wir nicht hätten Strafen ziehen müssen. Und damit haben wir uns halt selber die Beine weggehauen. Positives, wir haben alle Heimspiele gewonnen in der Serie, auch wenn es ein paar nach Verlängerung waren, aber wir haben alle gewonnen. Die Jungs wussten, dass wir ein bisschen was vom Freitag gut machen mussten. Wir waren da auch läuferisch, auch kämpferisch, denke ich, schon auf einem ganz guten Weg. Aber ja, wir haben uns einfach zum Schluss nicht mit 3 Punkten belohnt. Und jetzt, wenn es stimmt, müssen wir mit 5 Toren Unterschied in Dorf gewinnen. Das wird so. Wenn unser Weg noch weitergehen soll, wir werden schauen. Dorf muss auch gewinnen, egal wie. Dann sollen die Jungs erstmal 2-3 Tage abschalten und dann werden wir uns am Mittwoch wieder darauf besinnen und konzentrieren, dass wir das letzte Spiel noch positiv gestalten. Herzlichen Dank. Fragen von Seiten der Presse. Ja, ich wollte auch gestern, wenn da keine Fragen mehr sind, gerade reingehen. Wir waren auch in Schongau und wir haben die 2 Gesichter, sage ich, meiner Mannschaft gesehen. Das war in Schongau, ja, für uns Zuschauer, ja, ein bisschen fürchterlich. Und heute sind wir mit Begeisterung dabei gewesen. Es waren wirklich aus meiner Sicht 2 Gesichter. Was hat der Trainer in diesen 48 Stunden, waren es nicht einmal 40 Stunden, wirklich gemacht mit der Mannschaft, dass die den Finger wieder aus dem Arsch genommen haben, wie man beim Klettern sagt, ne? Nicht viel. Es ist ein Heimspiel. Je nachdem, es könnte unser letztes sein. Wir haben gesagt, wir wollen uns anständig von den Zuschauern verabschieden, wenn es wirklich unser letztes ist. Wir wollen nochmal so spielen, wie wir eigentlich die ganze Heimserie, seitdem wir hier im Stadion sind, gespielt haben. Und es ist uns wieder phasenweise besser gelungen. Und deswegen, wie gesagt, ein Punkt zu wenig. Jetzt müssen wir mehr Gas geben in Dorfen. Schauen wir mal. Ganz herzlichen Dank. Dann kann ich zum Abschluss nur noch mal hinweisen: Am Sonntag, den 1. März, ist dieses entscheidende Spiel in Dorfen. 5 Tore Unterschied sind notwendig. Das ist alles andere als leicht. Bei keinem Gegner ist es leicht. Und Dorfen steht, so wie ich an der Tabelle heute gesehen habe, mit dem Rücken quasi zur Wand und wird auch alles tun, um nicht in die Abstiegsplätze
zu geraten. Da kann man unserer Mannschaft nur Glück wünschen. Dir, Chris, kann man schon gratulieren. Ihr seid dort oben und ihr werdet in diese Pre-Playoffs natürlich kommen. Glückwunsch. Danke. Glückwunsch auch zu diesem grandiosen Spiel, das ihr den Zuschauern auch mitgeboten habt. Das ist ja nicht nur, dass wir zwei Punkte geholt haben, sondern es war ein Spiel. Boah, so. Genau. Kommt gut nach Hause. Danke. Und alles Gute weiterhin. Vielen Dank. Danke. Und Glückwunsch an die Mannschaft. Und wir drücken sehr die Daumen. Amen.